Ja, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem dritten Halbfinale zwischen Alba Berlin und den MHP Riesen aus Ludwigsburg. An meiner Seite begrüße ich die beiden Trainer, John Patrick aus Ludwigsburg und Aito von Alba. John, dein Statement bitte. Ja, ich möchte Coach Aito und der Berlin-Mannschaft gratulieren. Wir haben nicht nur die Serie gewonnen, die haben uns in zwei Spiele Blowouts gehabt. Und heute bin ich sehr stolz, wie wir reagiert haben nach Spiel 2. Aber wir haben gegen Alba 6-mal gespielt und alle 6-mal verloren. Und ich glaube, wir könnten zugeben, auch wenn wir sehr stolz, dass wir Dritter waren, dass Alba bessere Mannschaft ist. Und ein Kompliment an Alba, wie hart die spielen, aber auch wie clever und smart und wie den Ball verteilen. Es gibt viele Sachen als gegnerischer Coach, was man guckt, und war ein sehr schwieriger Gegner und vorzubereiten, weil die machen so viele richtig. Nochmal Gratulation, und wir sind sehr stolz für unsere Saison, und wir wünschen Alba alles gut für vielleicht eine Meisterschaft dieses Jahr. Vielen Dank. Aito. Yes. Very good. It's very difficult to win Ludwigsburg because they play with very good intensity, ambition. This is also we must be proud about this, and also the league, the BBL, must be happy because we have this kind of competitiveness. And like coach told, to beat them 6 of 6 is very, very difficult, because this I am very happy with my team that we are again in the final game, like in the cup. And also because it's very good for the club to be in the final of the cup, to be in the final of the league, and to be champion of Germany in the teams under 16 and under 19. This means that the future is difficult, but we are in a good line, and I am happy about this. I want to congratulate Ludwigsburg because they play with a lot of ambition in this game. After the second game where they had mistakes, and to be here with this intensity is very difficult, and they did. And because this, I am happier than if they let us to win. They didn't do, and was very difficult for us. Thank you very much. Ihre Fragen dazu bitte. Ja, hier vorne bitte. Burkhard, ich bitte dich. Coach Herbert. One for you, John. Was macht es so schwierig, gegen Alba zu spielen? Du hast angesprochen, es gibt so viel, was man bedenken muss. Kannst du einige Punkte aufzählen, die vielleicht dann auch auf einen Finalgegner zukommen? Also für uns, für Joey Cantens und für mich, wir versuchen, alle Spielzüge und Systeme zu lernen und dass wir einen Gameplan haben. Aber ja, gegen Berlin ist es sehr schwierig, weil es ist nicht nur, dass die Spielzüge laufen lassen. Also die spielen, die machen Entscheidungen, die sind sehr schnell, die Entscheidungen. Die Ballbewegung ist auch exzellent und die spielen schnell. Und es ist viel schwieriger gegen eine Mannschaft, es gibt sehr wenig Mannschaften, die das machen. Es ist attraktives Basketball, aber es ist auch intensives Basketball. Und ja, wir haben alles gegeben heute Abend. Davor bin ich stolz, aber in andere Spiele auch, wenn wir Chancen hatten, am Ende des Spiels diese Cleverness und man sagt Reads, wie die das Spiel lesen, ist exzellent, und das ist auch was gegnerische Coaches etwas lernen, also davon lernen können.
Haben Sie noch weitere Fragen? Hier vorne. Coach Rito, was this Ludwigsburg defense perfect warm-up for the finals? It's wonderful to pass to the final. And now every game is different. The characteristics of Ludwigsburg are not the same of Bayern or Bamberg. They play more veterans, and however Ludwigsburg plays with a very good defense and difficult to defense to them, because in offense they are able to shoot outside and to penetrate all the players very well, and it's very difficult, and it will be completely different, no? And we have 1 week to practice. In the beginning we will wait until the other semifinal finish to know who is the final team, the finalist. Alles klar, dann denke ich, alle Fragen sind beantwortet. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön.